Und ihr seid für Flute auf der Berlinale unterwegs, das große Festival. Fällt's genau. Euch? Es ist fantastisch, es ist absolut genial. Also Filme, Stars, Sternchen und ganz viel Arbeit für uns. Genau. Ihr habt euch beworben dafür, also das war eine Aktion von Flute, die auch bei uns auf der Webseite war. Wie hast du das gemacht? Wie kamst du auf die Idee, sowas zu machen oder zu tun, zu wollen? Ja, es war auf der Flute-Webseite halt eben ausgeschrieben und im Flute-Newsletter und da... Ja, habe ich mir gedacht, das könnte irgendwie interessant sein, mit anderen Leuten aus der ganzen Republik zur Berlinale zu fahren, Journalismus zu machen und solche Sachen. Und ja, beworben, Glück gehabt und jetzt hier. Ich kann euch gleich einmal kurz auf der Webseite zeigen. Bei giga.de klickt ihr einfach hier nach rechts. Da gibt es einmal den großen Fluter-Button. Da kann man draufklicken und wenn man da drauf tippt, dann kommt man automatisch zur Fluter-Seite und kann sich das Ganze angucken, was auf der Berlinale bis jetzt von euch gemacht wurde. Die ganzen Filme, die ganzen Artikel und. Euer Workshop ist fast vorbei. Was war denn euer persönliches Highlight bis jetzt? Die Interviews mit den mit Louis Mandoki und Oscar Torres, das waren die Verantwortlichen für den Film Innocent Voices. Wahnsinnig spannend, dass man wirklich mal vor Leuten gesessen hat, die damit zu tun haben. Und das dritte war dann, als wir den Beitrag gesehen haben, als er fertig geschnitten war. Also das Produkt, wo wir so hart dran gearbeitet haben. Ein tolles Erlebnis. Wahnsinnig schön. Die beiden und die anderen vier kann man auch löchern. Ich zeige euch das noch einmal. Und ich habe gehört, die Patricia sitzt am Fluter-Rechner im Forum und wird alle Fragen von euch, also von den Giga-Zuschauern kommen, beantworten. Der Artikel heißt, wir sind auf der Berlinale. Da müsst ihr draufgehen und dann gibt es hier mittendrin einen Link, das Fluter Forum. Da draufklicken, dann einloggen und dann kann man die beiden interviewen oder vor allem mit ihnen so ein bisschen diskutieren oder auch reden, ob euch das gefallen hat. Und natürlich die ganzen Movies angucken. Ein paar davon werden wir uns rauspicken und am Freitag in unserer Berlinale Special Sendung zeigen. Und dann sind wir mal gespannt, wie die Giga-Zuschauer auf eure Beiträge reagiert haben.